Goethe erkannte und verehrte in der Offenbarung des Korans an den Propheten Mohammed das Wirken göttlicher Vorsehung in der Menschheitsgeschichte, so wie er es im Alten und Neuen Testament und in anderen Religionen verehrte. Seine Koranauszüge von 1771 und 1772, von denen 2 Dutzend Verse erhalten geblieben sind, zeigen Goethes persönliche Wertschätzung, die weit hinausgeht über das Toleranzbestreben der Aufklärungsbewegung. Sie weisen auf Aspekte des Islam hin, die Goethes besondere Sympathie erregten, durch ihm einleuchtende, seinem eigenen Fühlen und Denken verwandte Gesinnungen. Die Exzerpte gehen aus von der 2. Sure, die bis ins hohe Alter Goethes Lieblingssure blieb. Zunächst notiert er den in Vers 106 ausgesprochenen schönen Gedanken: Gewiss, wer sein Angesicht zu Gott völlig wendet und dabei Gutes tut, der wird seinen Lohn haben bei Gott, seinem Herrn, und über solche wird keine Furcht kommen, noch werden sie betrübt werden. Gefolgt wird dies Zitat vom 109. Vers der 2. Sure, der die ganz goethische Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass Gott sich in der Natur offenbart. Ich zitiere: Gott gehört der Aufgang und der Niedergang der Sonne, und wohin ihr euch wendet, ist Gottes Angesicht da. Nach Überspringung von 50 Versen knüpft Goethe wieder an das Thema der Offenbarung Gottes in der Natur an. Mit dem Zitat, Vers 159, er hat Zeichen genug davon gegeben in der Schöpfung der Himmel und der Erden, in der Abwechslung der Nacht und des Tags. In diesem allen sind Zeichen genug seiner Einigkeit und Gütigkeit für die Völker, die sie mit Aufmerksamkeit betrachten wollen. Die Lehre von der Einheit Gottes war Goethe immer besonders wichtig. Und so hat er gerade das nachdrückliche Verkünden des Monotheismus stets als besonderes Verdienst des Propheten Mohammed betrachtet. Es folgen in Goethes Notizen Aufrufe, Notizen aus dem Koran, Aufrufe zur Wohltätigkeit, wie sie für den Koran sehr charakteristisch sind. Welchen Wert Goethe auf diese Seite des Islam legte, zeigen die vielen Aufrufe zur Wohltätigkeit, die später einen wesentlichen Bestandteil seines westöstlichen Divan ausmachen. Andere Koranverse, die Goethe 1771-72 notierte, beziehen sich darauf, dass Gott nicht nur durch einen, sondern durch viele Mittler zur Menschheit spricht. Aus Sure 3 notierte Goethe: So ist auch Mohammed unter euch nichts als ein Gesandter, und sind auch schon viele Gesandte vor ihm gestorben. Gott ist nicht geneigt, dass er euch bekannt mache, was ein Geheimnis ist, sondern er erwählt einige von seinen Gesandten, welchen er will, dass die Menschen glauben an Gott und an seinen Gesandten. Schon in jungen Jahren hat Goethe besonders mit dem Schweizer Theologen Lafater viel über die Frage diskutiert, ob einzig Christus von uns als Verkünder Gottes angesehen werden dürfe oder ob mehreren dies Amt zuzuerkennen sei. Es bildete einen der Streitpunkte, die schließlich zum Bruch mit Lafater führten. Lafaters Tagebuch zeigt, dass damals auch der Koran Gesprächsgegenstand war. Durch den Hinweis auf Mohammed versuchte Goethe, Lafater klarzumachen, dass die Menschheitsgeschichte auch außerhalb des christlichen Bereichs große Religionslehrer kennt, die unsere Achtung verdienen. Goethes Koranauszüge verraten auch bereits ein Interesse an der besonderen Wirkungsweise Mohammeds und seiner Stellung innerhalb seines eines bestimmten Volkes. So notiert er aus der 29. Sure: Zeichen stehen bei Gott,
Ich bin nur ein offenbarer Prediger. Und aus Sure 13, Vers 8, weiter sagen einige Ungläubige von dir, ist denn nicht ein Wunderzeichen von seinem Herrn über ihn herabgeschickt worden? Doch du bist nur ein Prediger und ist einem jeden Volk sein Lehrer zur Unterweisung gegeben worden. Für diesen Gedanken, der sich auch im 4. Vers der 14. Sure findet, hat Goethe zeitlebens eine besondere Vorliebe gehabt. So, wenn er noch 1819 als 70-Jähriger in einem Brief an einen jungen Gelehrten schreibt, Zitat, es ist wahr, was Gott im Koran sagt. Wir haben keinem Volk einen Propheten geschickt als in seiner Sprache. Oder in einem Brief an Thomas Carlyle vom Jahr 1827. Der Koran sagt, Gott hat jedem Volke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache. Die Koranverse in Goethes Exzerpten, die davon sprechen, dass die Ungläubigen Wunderzeichen von Mohammed erwarteten, haben auf Goethe lange nachgewirkt. Noch in der Divan-Epoche, als er in seinen Mit-60er Jahren war, spielte er darauf an, als er die Verse schrieb, Wunder kann ich nicht tun, sagt der Prophet, das größte Wunder ist, dass ich bin. Die wichtigste Folge der Koranstudien von 1771 und 72 war, dass sie Goethe zu einem Mohammed-Drama inspirierten, das Voltaires gehässigem Drama Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète von 1742 völlig entgegengesetzt war. Leider sind von Goethes Dramenplan nicht mehr als einige Kernpartien erhalten geblieben, doch zeigen schon diese ganz klar, dass der 23-jährige Goethe sich mit großer Entschiedenheit darum bemühte, für den Islam um Verständnis zu werben. Auch enthalten diese Fragmente zweifellos die bedeutendsten Huldigungen, die dem Begründer des Islam von einem europäischen Dichter je dargebracht wurden. An den noch erhaltenen Szenen wird Wesentliches von dem sichtbar, was Goethe persönlich am Islam so stark beeindruckte. Zunächst die Gestalt des Propheten selber, das Wesen und Schicksal eines Religionsstifters, der nicht allein durch das Wort seine Lehre verbreitet hatte, wie Christus, sondern auch durch ganz kämpferische, weltliche Mittel. Goethes Anteilnahme an der Gestalt des Propheten kommt besonders zum Ausdruck in dem berühmten Preislied Mahomets Gesang. Mahomet, das ist die französisierte Form. Es war damals üblich, also bestimmte Ausdrücke, wir kommen nachher noch auf Hegir als Ausdruck für Hegira. Alles kam damals bildungsmäßig von den Franzosen herüber. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, sein berühmtes Preislied Mahomets Gesang, ursprünglich als Wechselgesang zwischen der Tochter des Propheten Fatima und seinem Schwiegersohn Ali gedacht. Dieses Preislied dichtete Goethe im Frühjahr 1773, nachdem er alle nur erreichbare Literatur über Mohammed studiert hatte. Hier wird das Wesen des Religionsstifters und geistigen Führers der Menschheit unter dem Gleichnis des Stromes dargestellt, um die von kleinsten Anfängen ausgehende, dann ins Riesenhafte wachsende geistige Macht zu schildern, ihre Ausweitung und Entfaltung mit dem glorreichen Abschluss der Einmündung in den Ozean, der hier zum Symbol der Gottheit wird. Wie der große Strom die kleineren Bäche und Flüsse auf seinem Weg zum Meer mit sich führt, reißt der religiöse Genius die anderen Menschen als seine Brüder mit.